Ahoi, liebe Piraten! Ich bin Stefan und neben mir sitzt Ron. Wir wollen euch heute den Liquid Dog vorstellen. Moin Stefan, was war denn deine Idee hinter dem Liquid Dog? Ja, der Liquid Dog ist ein kollaboratives Dokumentenentwicklungstool. Ich habe das hier mal visualisiert. Mehrere Nutzer arbeiten in einem Dokument. Wenn ich das tue in einem Piratenpart oder im Wiki, dann müssen die Nutzer in einer Reihenfolge das Dokument von Version zu Version weiterentwickeln. Wenn aber jetzt die Gruppe der Nutzer steigt, kann es sehr schnell passieren, dass die Gruppe sich nicht einig ist, in welche Richtung ein Dokument weiterentwickelt werden soll. Wenn nun beide verpflichtet sind, an einer Version zu arbeiten, kommt es zu dem sogenannten Edit War. Beide entwickeln das Dokument immer in ihre Richtung, vor und zurück, vor und zurück. Dieses Problem wollte ich mit dem Liquid Dog lösen. Beim Liquid Dog kann die Gruppe der Nutzer das Dokument immer in verschiedene Richtungen entwickeln. Die Nutzer können sich aufteilen, können das Dokument in verschiedene Richtungen entwickeln, können ihre Seite wechseln oder können ein Dokument wieder zusammenführen zu einer gemeinsamen Version. Die Frage lautet nun, wenn so viele Versionen von einem Dokument gleichzeitig existieren und es nicht klar ist, welche Version vorne und hinten ist, dann ist die Frage, welches Dokument ist denn nun das aktuelle? Nun, aus dem Internet können mehrere Versionen gleichzeitig verlinkt werden. Zum Beispiel die aktuelle Parteiversion, die Version, die einen Parteitag beantragt, die Version, die in einer Gruppe gerade diskutiert wird. Egal welche Version ich sehen möchte, ich folge dem Link aus dem Internet und bekomme eine Version. Das ist nun meine Hauptversion. Alle anderen Versionen können durch Veränderungen aus dieser Hauptversion erreicht werden. Was ich mir mit dem Liquid Dog nun anschauen kann, ich kann die Hauptversion sehen. Ich kann die Hauptversion sehen und ich kann sehen, wie das Dokument aus anderen Versionen erreicht wurde und erreicht werden kann. Außerdem sehe ich, wie viele Nutzer die eine oder die andere Version favorisieren und ich kann sofort sehen, welche Gesamtversion ein bestimmter Nutzer, den ich zum Beispiel kenne, für dieses Dokument vorschlägt. So Ron, können wir sowas vielleicht irgendwo in der Piratenpartei gebrauchen? Ja, also das, was mir ja mal als erstes in den Sinn kommt, ist das Parteiprogramm, dass wir zwischen zwei Parteitagen eben weiterentwickeln können, um nicht nur eben am Parteitag selber durch einen Antrag bestimmte Punkte zu erweitern, sondern eben halt auch den gesamte Parteiprogramm in Gänze zu einem Guss zu entwickeln, dass das eben von der Sprache inhaltlich gleich bleibt, dass es eben halt auch konsistenter wird, also wirklich diese Entwicklung zwischen zwei Parteitagen. Gut, gucken wir uns das doch einfach mal in der Praxis an. Wir machen die Seite auf, doc.liquidizer.org. Hier sehen wir die Dokumente, die gerade in das System eingepflegt sind. Ich mache gleich mal das Parteiprogramm auf. So, hier ist das Parteiprogramm, wie wir es kennen, mit den verschiedenen Sektionen. Ich kann hier durchscrollen und sehe alles wie gewohnt. Hier oben sind jetzt verschiedene Nutzer, die sich mal mit dem System auseinandergesetzt haben und ein bisschen herumgespielt haben. Jetzt kann ich gucken, welche Variante dieses Parteiprogramms von verschiedenen Leuten bevorzugt wird. Ich klicke einfach mal auf Halber und sehe, aha, Halber hat hier eine Änderung vorgenommen. Alle anderen Absätze hat er unverändert gelassen. Hier sehe ich die Originalversion. Und dazu hat Halber vorgeschlagen, insbesondere Liquid Dog macht Spaß. Wie wir auch sehen, gibt es zwei Piraten, die eine Erweiterung dieses Vorschlages vornehmen, und zwar einen Ersatz von Liquid Dog mit nur einem D geschrieben. Hier sehen wir auch, welche zwei Piraten das sind. So, schauen wir uns doch mal die Änderungen an, die sonst noch gemacht wurden. Hier ist zum Beispiel ein PA074. Ron, was hat es denn mit dem auf sich? Ja, in Chemnitz gab es einen Beschluss, eine Programmkommission einzusetzen, um eben das Parteiprogramm konsistenter zu machen. Und
Diese Programmkommission hat als Ergebnis diesen PA 074 eingereicht, der sehr viele Änderungen, wie wir jetzt hier sehen können, eingereicht haben. Und es ist sehr schwer jetzt im PA 074 zu sehen, was jetzt tatsächlich im Parteiprogramm geändert werden soll. Wenn du hier nochmal runterscrollst, sieht man immer eben die vorherige Version und die geänderte Version. Aber es ist sehr schwer zu sehen, wie es jetzt tatsächlich im Parteiprogramm aussieht. Schauen wir doch mal zurück ins Liquidoc, wie es da aussieht. So, hier klicke ich auf PA 074 und sehe sofort, welche Änderungen gemacht wurden. Hier immer die offizielle und das PA 074 und ich kann zwischen diesen beiden Versionen hin und her schalten. Einige Absätze wurden überhaupt nicht geändert, bei anderen wurden total gestrichen und hier sehe ich alles auf einen Blick, was hier passiert ist. Ja. Können wir das jetzt mal konkret an einem Beispiel machen, wie man da jetzt eine Änderung einstellt in das System? Ja, gerne. Was würdest du denn ändern? Ja, schau mal nochmal zurück ins Antragsportal. Da habe ich ja für Heidenheim den PA 06 eingereicht. Den könnten wir jetzt ja vielleicht direkt an der Stelle als Beispiel nehmen. PA 06, hier Reset erweitern. Genau. So. Der Bundesparteitag möge beschließen, im Abschnitt Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe des Parteiprogramms, den ersten Satz, jeder Mensch hat das Recht auf eine sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe, durch jeder Mensch hat das Recht auf eine sichere Existenz und Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen, soziokulturellen Leben und die Worte gesellschaftliche im zweiten und ersten Absatz durch soziokulturell zu ersetzen. Gut, klingt kompliziert. Wir gehen einfach mal hier rein. Ich logge dich mal ein. So. Jetzt ist die Frage, wo ist denn dieser Abschnitt? Abschnitt. Transparenz, Bildung. Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. So. Den ersten Satz, den hier möchtest du also löschen. Mhm. Und ersetzen durch diesen Satz. Hier. Genau. Rüber und hier rein. Abspeichern. So, das ist also deine Änderung. Jetzt steht es 50-50, welcher Antrag von wem favorisiert wird. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Abschnitt. Da wolltest du im weiteren Abschnitt gesellschaftliche ersetzen durch soziokulturelle. Also nehmen wir das hier. Im zweiten Abschnitt gibt es gesellschaftliche abspeichern und im letzten. Im letzten hier gesellschaftliche hier. So. Gut, speichern. Das ist nun deine Änderung. Können wir mal sehen, vorher, nachher. Genau. Um das nochmal genauer zu beleuchten, wie man hier was ändert, würde ich ganz gerne nochmal in diesen Testdokument gehen und mal angucken, wie man sowas, ein paar weitere Tricks angucken, wie man solche Texte verändern kann. Aber im Prinzip, hier haben wir das schon eingepflegt. Ich klicke auf Ron und sehe sofort, Rons Änderungen sind hier. Das ist das, was er vorschlägt. So, gehen wir mal in das Test hinein. Hier ist ein Testdokument mit zwei Nutzern, Kupke und Mietchen. Das sind deren Varianten. Und hier sind verschiedene Variationen. Hier ist eine, wo sich beide nicht einig wurden, welche wir jetzt nehmen. Wir können eine von beiden zum Beispiel favorisieren, sagen, da schließen wir uns an. Dann wäre jetzt hier, hast du eine Vorliebe? Was du favorisieren möchtest. Oder dieses hier. Genau. Willst du vielleicht einen Absatz einfügen? Kann man hier einfach auf die Feder drücken. Die Feder fügt Absätze ein. Kann hier einen Absatz
einfügen. Jetzt haben wir hier verschiedene Varianten des Dokumentes. Ich drücke mal auf Reload. Jetzt gibt es Ron. Ron ist dieser Absatz. Der untere ist noch nicht favorisiert. Aber dieser Absatz gibt es einmal mit Absatz, einmal ohne Absatz. Gibt es die ganzen verschiedenen Varianten. Wie war das jetzt mit dem Favorisieren? Du wählst eine Version aus und setzt dort dein Herzchen hin. Mhm. Also das Herz für ich mag das, oder? Genau. Okay. Und wenn du eine Version auswählst, die nicht von dir favorisiert wurde, dann siehst du dieses Herzchen klein und das aktuelle Dokument rot. Mhm. Dann siehst du, dass du nicht unter denjenigen bist, die diese Variante hier favorisieren. So, dann lade ich euch ein, mit dem Dokument herumzuspielen. Ihr könnt im Parteiprogramm was vorschlagen oder in der Satzung. Hier haben wir auch noch die Satzung, vielleicht schauen wir da nochmal rein. Abschnitt A, Satzung. Hier sind verschiedene Änderungen gemacht worden. Ron war recht fleißig. Hast du hier noch was anzumerken? Ja, ich habe das schon mal ausprobiert. Ich habe die Anträge, die ich für Heidenheim eingereicht habe, probeweise auch schon mal ins Liquidoc eingetragen. Und was schön am Liquidoc ist, dass man direkt eben in Orange hier sehen kann, was ich eben direkt ändern möchte. Vielleicht kannst du noch mal kurz zurück auf den Antrag gehen im Antragsportal. Welche Nummer war das? Das ist einer der weiteren Satzungsänderung. Beschlussfassung Antragshürde. Das ist Textform. Textform. SER 09. Was man hier sieht, also der Antrag ist sehr kurz, aber es ist sehr abstrakt. Man sieht nicht direkt, was ich hier ändern möchte. Im Antragsportal habe ich das ja versucht, durch diese dicke Schrift zu zeigen, wo jetzt hier tatsächlich die Änderung stattfindet. Oben das Original, unten dann die Änderung. Wechsel nochmal auf den Liquidoc. Das Schöne im Liquidoc ist jetzt ja hier, dass man hier dann direkt sieht, was jetzt hier durchgestrichen ist. Und das ist jetzt ja durchs Gelbe nicht mehr so gut zu sehen. Und durchs Auswählen auch der offiziellen Version kann man sehen, was ist das Alte, das Ursprüngliche. Und hier kann man jetzt in Orange dann eben halt schön sehen, was dann die eigentliche Änderung ist, wie der Text da tatsächlich aussieht. Es ist dann nicht mehr so abstrakt wie die eigentliche Umschreibung jetzt, was ich dann im Antrag gemacht habe. Also es ist visualisiert dargestellt, was ich hoffe hier mal einen Vorteil bringt. Ne? Hier gibt es noch einen Trick, wenn man da mehrfach auf dieses aktuelle Dokument klickt, sieht man nur die aktuelle Version, ohne Unterschied. Mhm. Das wäre das jetzt die aktuelle, die vorgeschlagene Version. Hier ist die aktuelle. Einmal klicken, sieht man den Unterschied zur letzt gesehenen Version. Zweimal Unterschied zur Originalversion und dreimal nur die neue. Okay. Kann man ein bisschen noch spielen. Genau, das war's soweit. Dann verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.